Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit der Grenfell Church in Lost Kingdoms. Da haben wir letztes Mal aufgehört und ja, dort scheint der nächste Runenstein versteckt zu sein und deswegen werden wir uns da jetzt mal umschauen. Und ja, genau, find the Runestone. The Church of Grenfell symbolizes Wight's dedication, so habe ich mich hier entschieden, to peace and order. The princess races to save Wight's prince and Runestone. Okay. Schauen wir mal, ob wir irgendwas in dieser lustigen Kirche finden würden. Ich meine, die heißt ja schon mal ganz, ganz toll, Grenfell Church. Oh, das ist genau die Kirche. Okay. I know what's going to happen. Ja. Da haben wir erstmal einen Wizard gefunden, eine Buff-Karte, die wir nicht wirklich brauchen. Ich zoome mal raus. Dann sehen wir nämlich alles. Die kriegen wir nur von der anderen Seite auf. Lots of people visit this church every day. I see Prince Henry here all the time. Okay. So. Was haben wir denn da? Es ist jedenfalls ein Feuergegner. Das heißt, wir werden unseren Dragonite benutzen. Oh, und der greift einfach weiter an. Puh, geh weg! Oh Mist. Spam! So. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Was haben wir denn hier? Erkennen wir hier was? Hm, ich erkenne jetzt nicht direkt was. Hier auf dem Boden vielleicht? Nö. Naja. Was ist denn das? You have found a red candle. Okay, wir haben eine rote Kerze gefunden, wenn ich das richtig... Ja, Candle, ist eine Kerze. So, da hinten ist nix. Nein? Du bist eine Falle? Ja. Kein Problem, wir hauen hier alles... Oh shit. Geh weg! Oh, das ist... Oh, der greift einfach weiter an. So. Und mit dem Lizard gefinished. Oh Mann, unsere HP sinken. Ach, das Pferd, das gammelt da hinten rum. Das ist ein Nightmare. Ist recht gefährlich, wenn das seinen Rauch mal spuckt. Genau den! Ah, ich kann mich nicht für die Kamera entscheiden. Naja, machen wir es so. Und zack! Gleich nochmal, gleich nochmal. Puh, da sind so lange Animationen dann auch hilfreich, dass man nicht getroffen wird. Also, da ist der Nachteil der Karte dann ein Vorteil. Ja. Ne? Gut. Lassen wir so stehen. Und was haben wir hier? Eine gelbe Kerze. Okay. Hier wartet anscheinend ein Rätsel auf uns. Dich lassen wir jetzt gehen, doofe Fee. Du lockst uns wieder in eine Falle. So, hier haben wir vier Dinge. Da muss wahrscheinlich dann die jeweilige Kerze drauf. I heard that the Runestone of Wight is hidden somewhere in this church. Okay, das haben wir auch gehört. Danke, Phil. Wie kommen wir jetzt da dran? Ja, ne? Ich würde mal sagen, wir töten das Pony. Und dann schauen wir weiter. Ah, wer kriegt denn die EPA? Ja, komm, du kriegst schon so wenig. So, alles einsammeln. So, und jetzt seht ihr, hier ist aufgegangen. Jetzt können wir uns nämlich die Truhe tratzen, ja. Die Truhe stratzen. We have found some old sheet music. Okay, wir haben ein, sagen wir mal, Notenheft gefunden. So, wir haben aber jetzt immer noch erst drei Kerzen. Und ihr seht auf der Karte und da hinten an der Fee, da geht's noch durch. Durch die Wand. So. There's a secret tune. And if you play it, a secret door will open. Aha. Jetzt müssen wir nur noch an den Gegnern hier vorbei. Ah, hör auf. Dieses Mistvieh. Das lässt sich nicht anständig unterbrechen. So, den Zombie-Drachen heben wir definitiv auf.
Ja, komm. Oh Mist, es hat doch gereicht. Naja. Nun. Was erwartet uns in dieser Truhe? Was könnten wir dort finden? Wahrscheinlich ein... Oh, eine Karte. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ha. You use some old shield music. Okay. Ist da die letzte Kerze drin? Ich meine, wir haben nur drei. Nein, wir haben nur zwei. Keine Ahnung, wir haben nur zwei. Okay, was haben wir denn da? Oh, oh, oh! Gemein, 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 gemein. Ah, das war die falsche Wahl. Das Pferd ist fast tot. Und unser Blitzfreund hier. Also unser Laserauge. So, da kriegt die Banshee gleich mal was. Und wie machen wir es jetzt? Am besten nochmal für die Banshee. Supi. Und was gibt's? Was gibt's? 240. Ja, yeah, da können wir gleich die Banshee kopieren. Oh, zwei Feen. What? You're going to take me to be with others like me? Alright, I was starting to think I'd be stuck in this place forever. Kein Problem, wir nehmen jede Fee mit. Fairies are born from the slivers of the heart that break off when a human forgets what it is to love. The more a fairy hangs around a human... The more a fairy hangs around a human, the bigger and smarter they become. Aha. Her, danke. Hä, hallo? Wir öffnen einfach mal so Särge, das ist cool. Oh, wir haben ein Licht gefunden. Das bringt uns jetzt aber nicht gerade weiter. Die haben wir nicht, die Kerze. Die haben wir auch nicht. Die haben wir, ja. Toll. Die haben wir auch. Und jetzt? Bin ich gerade irgendwie blöd? Da waren doch sonst keine Truhen. Hä? Ich blick gerade nicht mehr wirklich durch. Hm. Was? Wie konnte ich die übersehen? Oh mein Gott. Oh, verdammt. Oh, dammit. Hör auf, mich zu hauen, du Mistvieh. Ah. Mandragora, auch wenn du Pflanze bist. Du packst das. Komm schon. Oh, immerhin. Und... Was? Was? Ist klar. Oh, ich will den Drachen hier nicht benutzen. Ah, die Kristallrose kommt gut. Die kommt gut. Und... Yeah. Immerhin. Hm. Machen wir es mal wieder mit dem Skelett. Vielleicht kriegen wir das hier abgelenkt. Dass das... Oh, hier liegt eine Karte unterm Tresen. Da. Mach schon was. Och, Skelett. Du bist schon enttäuschend, weißt du das? Wieso kann ich... Ach, ich hasse diesen, ich sag mal, CD. Ich konnte die tolle Karte nicht benutzen. So, was machen wir jetzt mit dem da drüben? Heilen wir uns halt mal.
Sehr schöne Heilung. So. Der Juggernaut. Mit dem könnte es klappen. Ja, komm, mach's fertig. So ist fein, ja. Und letzte Runde. Wunder, toll. Ich danke dir, Juggernaut. Und ich habe vergessen, den Monk zu benutzen, damit wir wieder Karten hergestellt bekommen. Naja, passiert. Hat man davon, wenn man nicht auf die richtige Seite geht und die Kerzen einsammelt, die man braucht? Tja. Hey, aber immerhin haben wir hier noch eine Karte gefunden. Ein Great Demon. Okay. Hier wird wahrscheinlich auch wieder ein Kampf aufploppen. Nein, doch nicht. Doch. Oh, damn it. Aua. Aua. Wie machen wir das? Weißt du was? Du kümmerst dich mal da hinten drum. Kennt der Poker. Und, da haben wir wieder einen Juggernaut. Sehr gut. Nein, falsche Karte. Verdammt. Jetzt gehen uns aber auch die Punkte aus. So, einmal. Aua, hör auf, dich zu wehren. Yeah. Nein. Boah. Knappe Angelegenheit noch geworden. Und wieder nicht benutzt. Dammit. Ich vergesse die ganze Zeit, die Karte noch zu benutzen am Ende. Wenn ich sie eigentlich noch benutzen will, bevor wir dann den Kampf beenden. So, jetzt haben wir endlich alle Kerzen gefunden. Ich meine, das hat immerhin fast 5 Minuten gedauert. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, dann gehen wir hier über diesen saucoolen Teppich. Setzen die lustigen Kerzen ein. Mhm. Und eine weitere Geheimtür öffnet sich. Was kann uns jetzt noch erwarten? Leider ist hier alles schwarz, aber damit kann man echt leben. So, hier sind wir nun und dort scheint es den Runenstein zu geben. Yay. Damit haben wir jetzt schon 4 Runen. It seems you have beaten me to the goal this time. I have the runestone of Bashir. If you want it, come to the old Colosseum. If you live that long, that is now, Dracul. Ja, ist okay. Okay, dann machen wir gleich mal einen falschen Skill. Naja. Eigentlich wollte ich genau das hier machen. Oh, Partikeleffekte. Das müsste eigentlich ein Volltreffer werden. Sehr schön. So, dich beschwören. Immerhin hat das getroffen. Das immerhin auch. Das war schlecht gezielt. Shit. Ihr seht, der ist ein neutrales Monster. Das heißt, er hat keine Schwächen, aber halt eben auch sozusagen keine Stärken. So, wir schmeißen dich ab. Dich schmeißen wir auch weg, Fee. Sorry. Oh, ne, das gibt's ja jetzt nicht. Oh, verdammt, uns gehen die Karten aus. Oh, verdammt, das ist scheiße. Oh, Dreck. Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Rebus ist gesperrt. Das ist... Oh, verdammt. Der stellt auch noch mal ein paar Karten her. Das könnte uns dann den Arsch retten. Ja, komm, entscheid dich mal. Oh, Mann. Das wird knapp. Komm schon, stell 5 Karten her oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ah, Zombie-Drache. Ob das jetzt so gut war? Ah, komm, Caterpoker. Ja. Ah, stirb. Vampir.
ich weiß nicht, ob ich einen Drachen einsetzen soll. Chiwanimbo! Wenn nicht, muss es der Cater Poker reißen. Oh Mann, oh Mann. Komm schon. Ja? Komm schon, Cater Poker. Ja? Nein! Nein! Greif mich an! Greif mich an! Greif mich an! Ja! Oh Gott sei Dank! Scheiße! Wenn wir nämlich keine Karten mehr haben, können wir nichts mehr machen und verlieren. Fuck, war das knapp. Wohlverdiente EP für den Cater Poker. Ei. Und das gab noch 5 Sterne. Oh, wir sind echt gut, Leute. Leute, so. So, dann schauen wir mal, was wir bekommen. Nightmare, Nightmare und ein Gargoyle. Okay. Immerhin. Den Vampir benutze ich eh nicht, also ist es ziemlich egal. Bevor wir jetzt zur Gurt gehen, gehen wir erst noch zum Feenhäuschen. Vielleicht haben wir schon genug, dass was Interessantes passiert, ich weiß es nicht. Na, noch nicht, oder? Doch, sind schon ein paar dicker geworden. Haben wir Feen für dich? Definitiv. 27 haben wir eben gebracht. Hui. Gibt mehr als 30 und deswegen kriegen wir eine Karte. Ein Steinhead. Und ein Whipworm. Der Whipworm ist richtig gut eigentlich. It's about those fairies you brought me last time. They've gotten a little bit bigger. Just look at the one sitting on the base. Ah ja, da links direkt. It seems that several fairies sometimes join together, becoming one large fairy. Erinnert mich an die Mondfische aus Skies of Arcadia Legends. Ne, waren es Mondfische? Nein, das war das Ding, das man füttert, stimmt. The more I study the fairies, the more I appreciate them. They are truly fantastic beings. And it's all thanks to you. If you weren't out collecting fairies, I wouldn't be able to do this research. Okay, du hast keine Quest oder sowas für uns. Dann gehen wir mal. Zur lieben Gerd und schauen, was die für uns hat. Können wir auch gleich wieder transformieren und kopieren und so einen Schmarrn. Stimmt. Ganz vergessen. I've got something interesting for you. I found an ancient scroll from a pagan religion. According to the scroll, the enchanter was a name given to a king. The title was inherited. But no king in Arguil has ever used the title. That means there is another world out there. This scroll talks about 5 runestones, just as there are 5 runestones in our world. But then it says that a person owning all 5 runestones will receive a great power. The power guarded by the runestones, apparently. But who knows what the real truth is? I do know that you already have 4 runestones. There's only one thing for you to do. You must go to the Colosseum. Okay, good. I've got something. Blop, 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 blop. Okay. Was hat sie denn zu verkaufen? Ein Kettebleeper, ein Demon Skeleton. Das Ding ist recht cool. Und ein Eisgolem. Den finde ich nicht so cool. So. Berserker ist, glaube ich, eine Waffenkarte. Nein, ist eine unabhängige Karte, aber die haut, soweit ich weiß, jeden. Ja, die haut jeden. Deswegen stellen wir die nicht her und sparen weiter auf 5000. Genau wie wir hier auf die 6000 sparen und hier wieder auf die 5000, ja. Der Cockatrice, der kann nur der Griffin werden. Sparen. Oh, der Waterbird, der ist cool. Der heilt 100% unseres Lebens. Wie viel heilt denn die Fee? 50%. So, dann heißt das, wir stellen jetzt etwas her. Yay. So.
falsch. Was ist das? Golden Goose, ach so. Das kann sich weiterentwickeln. Okay, hier brauchen wir nix. Die Banshee. Nope. Kristallrose. Nope. Nichts Interessantes. Ach, ich kann mich nie erinnern, was es schon alles war. Ah, der braucht noch ein bisschen 2000. Dragonite. Da können wir jetzt eigentlich... Wie viel haben wir denn davon? Egal, davon können wir einen machen. Wir haben ja jetzt genug Dragonites. Yeah. Rote Rüstung, FTW. Oh, der könnte zum Reborn werden. Das ist natürlich interessant. Aber ja. Machen wir nicht. Ach, dem fehlt auch noch EP. Ach komm. Oh, der Gold Butterfly ist natürlich auch nicht schlecht, aber wir sparen immer noch auf mehr EP. Aber kopieren diverse Karten. Beziehungsweise wahrscheinlich nur eine. Und zwar die liebe Banshee. Yes! More Boobs. So, ich glaube, das war's aber auch. Mehr werden wir nicht kopieren, nein. So, mal raus hier. Ja, jetzt müssen wir uns im Kolosseum einem... Naja, was heißt anstrengenden? Einem interessanten Kampf widmen. Und zwar dieser lustigen Tuse, die uns die ganze Zeit hier belämmert hat, sage ich mal. Und ja, der ist nicht so einfach. Einer hiervon kommt weg und dafür kommt der noch rein. Pflanzen haben wir hier genug. Was haben wir eigentlich rausgeholt? Feuer, ne? Feuer haben wir praktisch gar nicht. Nein, Feuer haben wir... Obwohl hier... 1, 2... Was haben denn die Dämonen? Oh, die haben neutral. Wir haben nur zwei Feuerviecher dabei. Das heißt, wir nehmen raus... Wir nehmen raus... Ach komm, ein Dragon Knight, so. Dafür nehmen wir den Waterbird mit und dann nehmen wir noch raus eine Kristallrose. Und nehmen dafür... Den Feuerbird will ich nicht wirklich mitnehmen. Die Chimäre, die ist natürlich interessant. Nehmen wir das Stonehead, so. Gut. Speichern wir. Und dann stellen wir uns der lustigen Tuse im Kolosseum und schauen wir mal, ob wir gewinnen. Cancel. So. Na. Defeat Helena. Many other warriors who have fought and died in this arena. Only the victor will leave the Colosseum alive. Ja, so sieht's aus. Da müssen wir gar nicht groß durchs Level, es geht nur darum, gegen sie zu gewinnen. Mehr gibt's da nicht zu machen. Wobei das nicht unbedingt einfacher wird. Ja, springen uns doch mitten ins Gesicht am besten. So, was haben wir denn? Will-O-Wisp, das kommt schon mal gut. Okay, das mit dem Stonehead ist richtig kacke. Ah, und sie hat einen Hellhound ausgepackt. Das ist auch uncool. Ja, mach nur, beschwör nur dein Feuer. Oh, das verfolgt uns ja, stimmt. Na klasse, jetzt kriegen wir direkt am Anfang die Feen. Damit können wir praktisch nichts anfangen. Okay, sie macht einen auf Stun. Das müssen wir definitiv ausweichen. Ist aber kein Problem auf die Entfernung. Yes, ihr Hund ist kaputt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht in ihren
in ihren davon reinrennen. Ganz genau das meinte ich. Oh yeah, wir sind gerade gut in Form. Hup, da kommt er. Was macht sie? Ah, wieder ein Versteinerungsding. Okay, das weichen wir dann ganz geschickt aus. Und am Punkt, wo sie auftaucht, hauen wir sie um. Ah, schlecht getimed. Oh, 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 oh. Aua. Ah, mit was töten wir sie? Ich weiß es nicht. Damit nicht. Das ist nicht schnell genug gewesen. Das hat aber gesessen. Wisst ihr was? Wir machen das mit dem Zombie-Dragon. Sobald sie wieder auftaucht, meine ich. So, das müsste passen. Hoffen wir es mal, dass unser lieber Drache hier was trifft. Und ich nicht zu früh war. Nein, 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 das passt, das passt. Das war zu früh. Alles kein Problem. Ach nö. Oh, man hätte nicht rumspielen sollen. Jetzt trifft das Feuer. Och, und wir sind versteinert. Scheiße. Was habe ich von der Rumspielerei? Ich muss die Kristalle einsammeln. Lass mich gehen. Das ist nicht fair. CC-Schlampe. Lass mich da. Boah. Nicht schon wieder. Komm schon. Was hat man davon, wenn man mit dem Gegner spielt? So, erstmal auf Range. Wir müssen gucken, wie wir den Hund mal beseitigen. Ach komm. Ach du Krüppel. Das gibt's doch nicht. Und uns sind die. Wo greife ich ihn hin an? Oh Herrgott. Läuft das gerade schief nach der einen Aktion mit dem Drachen? Haben wir das echt verdient? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt brauchen wir erstmal hier den lustigen Kristall. Gehst du weg? Das gibt's doch nicht. Hör auf, so viel auszuweichen. Ich mag dich nicht. So, hier ein Mantragora. Da ein Mantragora. So. Eine volle Heilung. Sehr schön. Ach komm, beenden wir es, bevor es noch schlimmer wird. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das war dumm. Und das war von ihr genauso dumm. Yay. Naja. Was kriegt ein Kill? Der Chaos Knight. Gut. Gut. Das hat sich ja nochmal gewendet. I thought I would crush you. Never mind, it is for the better. Der Text geht sonst zu schnell. Where I come from, the other continent, I was a princess like you. We too had 5 runestones. Our family was assigned to guard one of the stones. Then he came along, the enchanter. He took them all. Once he had all 5 runestones, he held my people hostage and tried to fight him, but he was too strong. You must stop him, he is mad with power lust. I had to try to help my people. I thought if I could. Boah. I was wrong, I was blind, forgive me, ah. Mann, das ist fies, wenn der Text so schnell vorbeigeht. So, und jetzt haben wir den letzten Runenstein bekommen. Ach, und sogar was gerettet. Naja, wenn es sein muss. Where's the nice lady? She's dead. You know what she told me? She said a ruler must love his people. She said I would grow up to be a great king. Das Rating ist verdient. Oh, nochmal ein Zombie-Drache. Okay. Hatte sie den auch im Repertoire? Hm.